Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Erdmarsch. Wir werden weitermachen unsere Kartoffelernte. Und zwar hier auf Feld Nr. 18 oder 17. Auf einem anderen Feld waren ja nur Rüben gegenüber. Wir sind mittlerweile fertig und wir machen jetzt hier auf, hoffentlich ganz schnell die Kartoffel hier auch fertig. Dazu steigen wir die Maschinen. Mal schnell laufen, ne? Er hat einen vollen Tank, 80%. So. Dann gleich mal den LKW holen. Denn wenn der Bruder voll ist, ist er voll, ne? Bisschen kriegen wir noch rein. Den nehmen wir noch ab, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, sagt er schon was voll. Der ist voll. Hat es nicht mehr geschafft zu wenden. So. Ja, wir machen weiter mit Ernte hier. Heute noch, ganz schnell. Ganz klug sein. Schnell, wie es geht. Mit der Aufsatz bin ich auch durch soweit. So, nur die Restarbeiten von Herbst. Die Felder behalte ich mir vor, im Frühjahr zu bestellen. Halt die Früchte, die man so braucht, ne? Anführungszeichen. Ja, Soja, Sonnenblumen. Vielleicht auch Kartoffeln, ne? Aber nicht hier, und anderen auch nicht. Wollt mal sehen, da wo die Wiesen waren. Aber tja, jetzt bleiben wir am Weg stehen, ne? Aber nicht mehr, ne? Wenn überhaupt. So, wir fahren jetzt hier zum Hof. Lagern die jetzt mal aus. Das wird der andere gleich voll sein. So, komischerweise habe ich jetzt mehr FPS. Ja, keine Ahnung warum. Ich habe da so einen Verdacht mit dem Programm, aber mal sehen, ob das stimmt. Schauen wir mal, die Krähen abgetaucht. Ja, wir machen hier weiter heute und dann geht es weiter zunächst mit Schweine und mit Rinder. Also, ne, sobald die Kartoffeln erledigt sind, machen wir das nächste. Und dann müssen wir noch bei die Brauerei noch Wasser geben, ne? Das machen wir auch gleich. Und zumindest mal den Tank wieder voll machen lassen. Jetzt müssen wir Geld sparen für die Malzfabrik und den Schlachthof. Damit wir da unsere Schweine nicht entsorgen, aber halt verwerten können. Ne? Dann haben wir noch eine Verpackung. Ne? Papier, Pappe und Zeug hier. Ja. Wir sollten mit alles verdienen, ne? Und die Silage ist ja auch nicht gerade wenig, und wir haben jetzt da, also die wir jetzt mit dem Mais gefahren haben, die zwei Felder. Da wollen wir gleich mal die ersten Rüben reinfahren, ne? Spritzel, BGH. Wie möglich. Schauen wir mal, dass wir eine Ladung kriegen. Das
müsste schon fertig sein, normalerweise. Der Standort hier gut gewählt ist, weiß ich nicht genau. War gerade frei, ne? Das Feld war gerade in der Nähe. Vielleicht werden wir hier noch mal sehen. Na, abreisen wird nicht. Kostet ja gut Geld. Also hier sollen noch ein paar Ställe hin. 2, 3. Aber ich hätte mal eher einen großen nehmen, ne? Denk mal einen großen. Noch weniger Arbeit. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit so vielen Schweinen gerechnet. Also ich dachte so hier alle Vierteljahr ein Stall. Also das wird nun nichts, ne? Bin doch nicht mehr. Wäre viel mehr. Viel mehr Schweine wären, also mittlerweile 4 Ställe, die sind eigentlich fast alle voll. Der letzte ist noch Platz für 2 Tiere, glaube ich noch. Ja, und das heißt aber auch, die werden fast zur gleichen Zeit schlachtreif, also fast, also da ist nicht viel Unterschied bei. Und da muss ich sehen, hinkriegen, ne? Also dann kommt eher ein großer Stall und dann, da wäre ja auch 2 Ställe machen, mal sehen. Eher ein großes Importieren, dann geht das schon. Mal sehen, was das mehr einbringt. Aber wie viel kann sie bringen? BGH zahlt nicht so gut. Mal schauen, ob du annimmst, ne? Ich glaube schon. Aber ist da auch eine Liste drauf? So, mal ganz kurz gucken. Und zwar Preise. So. Und zwar. Wenn es ganz oben. BGH 360. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ja mehr wie Silage. Da müssen wir noch mehr Rüben anbauen. Aber das können wir erst nicht nächstes Jahr. Und dann wären wir bald besser, wie wir die Rüben BGH anbringen sozusagen. Mal schauen. Können wir gleich mal gucken. Ja, gib mal rein. Oder das schon mal fertig ist, ne? Ja, 100%. Aber den machen wir nicht auf. Denn ihr wisst ja, kommt Winter, kommt Schnee. Förderband ungünstig. Aber mal schauen, dass wir das hinkriegen, dass wir da zum Morgen, wenn die Ernte erledigt ist, die Förderbänder das einrichten, dass er nebenbei alleine das machen kann. So, jetzt mache ich die Kartoffel mal leer. Hoffe, dass einer von den beiden gut steht. In verkehrte Richtung. Garantiert der Grüne verkehrt. Ja. Nee, richtig. So, haben Glück gehabt. Anführungszeichen. Aber es geht. Jetzt bin ich dran, ey. Ja, Kartoffeln müssen noch rein, müssen noch eine Erde gebracht werden. Also und muss sein, ne? Na, der steht verkehrt rum. Den müssen wir leider selber abtanken. Ein bisschen mehr, egal.
Ja. Die Kartoffeln, die halten das mal auf. Ah, da muss ich auch mal sagen, ne, was anderes, ne, nicht nur hier Getreide, ne, oder Raps. Nicht nur was. Ob das so keiner hat. Oder hatte. So, dann gleich wegfahren, ne. Dann meckert er gleich wieder. Und dann werden wir gleich Richtung Hof fahren, ne. Ah, Nase juckt. Vollgas. Ja, der macht auch richtig Vollgas, ne? Also, ist ein bisschen unrealistisch, aber es wäre eine Alternative, ne? Man könnte mal sagen, okay, Kartoffeln, in der Weise könnte man es machen, ne? Straße nehmen können. Na, dann fahren wir jetzt hier irgendwie das Gelände hier, ne? Das war ja mal anders gedacht. Kartoffel dachte ich am Anfang, ach, die brauchen die Schweine. Ne? Und das ist sinnvoll, dass sie nur komplett drauf verzichten. Aufgrund von Seasons kommt mir eigentlich entgegen, weil Getreide oder Mais ist ja leichter zu bearbeiten. Ne? Aber ich habe kein Mais geerntet, habe ich gesehen. Ich habe ja nur, Anführungszeichen, Mais für die Lage gemacht. Das, weil ich Schweinefutter zukaufe und später will ich ja über die Malzfabrik das Futter verwenden. Ne? Also das ist ja, ich will immer sehen, wann überhaupt das Futter bringt, ob das ausreichend ist. Und dann werde ich sehen, ob das entsprechend dann mehr wird Objekt. LKW sicherlich, ne? Schlecht. Objekt, denn dass ich da Objekt, das ist auch nicht schlecht. LKW-Objekt, na gut, naja, kann man so sagen, ne? Aber das ist LKW, ne? Unser Bester. Wir wollen die Kühe versorgen. Anschluss, das dauert nicht mehr lange. Und dann ist der nächsten Aufnahmezeffen bestimmt schon Winter. Und werden wir die Produktion wieder ein bisschen aufstocken, das heißt, wir werden ein paar Bäume fällen. Ja, vielleicht wenn wir sehen, Wasser hinkriegen zur Brauerei. Wasser geht am meisten weg, gesehen. Getreide haben wir schon geliefert, Weizen, Gerste. Den Rest würde ich dann wieder vollen Tank. Müsste ich mal überlegen, dann mal das nächste Mal einfahren. Jetzt bringt es ja auch nicht viel. Wer ist voll? Bei Abfahrer einstellen ist hier glaube ich nicht so ideal, ne? Ich denke mal, ne? Das wird Probleme geben mit und die sich jetzt immer wieder beim Haufen fahren. Aber Überladewagen wird es auch nicht funktionieren.
kartoffeltechnisch. Muss man höchstens einen Haufen machen, damit der Maus einsammelt. Die Maus nimmt Rüben, das weiß ich, aber. Aber Kartoffeln weiß ich nicht genau. Und da im Prinzip einen Haufen machen und dann auch trotzdem wieder alle fahren. Ne? Könnte man aber trotzdem über Ladewagen nehmen, über einen Führungskurs nehmen. Und weiß ich nicht genau. Rüben, Zuckerrohrtechnik. Der hat nur zwei. Und bei Rübentechnik gibt es die Maus und der macht Rüben. Gut, der Holmer macht, gut, der Holmer ist ja der angepasst für Kartoffeln, Zuckerrohr, Zwiebeln, Mohrrüben. Der macht auch nur Rüben. Ist auch kein Mod. Wird so nicht funktionieren, damit man höchstens mit Radlader müsste man nicht antun. Und Anhänger, Überladewagen. Na gut, die können alles, ne? Ob das nun stimmt, dass man zweifelt mal an. Aber Zwiebeln können die, gut, das wäre ein Matsch. Das würde ich doch verstehen. Das muss Dünger sein, glaube ich. Kartoffeln. Ja. Wieso hat der letzte Mal keine Silage genommen? Getreidebunker, Multibunker, ne? Das wäre auch so ein Teil, ne? Aber wie gesagt, das ist. Das soll ja auch ein bisschen realistisch sein. Der nächste voll. Der nächste ist voll. Dann gehen wir rüber zum LKW. Und dann müssen wir gleich wieder. Ja, lassen wir stehen. So, liebe Schauer, das soll's dann für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, ja oder nein, einfach mal reinschreiben, Kommentare. Warum, weshalb oder Verbesserungsvorschläge, immer gerne gesehen. Jetzt seid ihr mal tschüss, ciao, bis dann. Tschüss.